say if I told you that your superiors say that you never told them about the possibility of neurological complications? That's nonsense. I can't believe that they would say that they didn't. Ich kann nicht glauben, dass sie sagen, dass sie nicht wussten, dass es Nervenerkrankungen gibt im Zusammenhang mit Grippeimpfungen. Das ist einfach nicht wahr. Wir haben das gewusst. Ich sagte Ihnen, dass Dr. Hartwig mir nie etwas über seine Gefühle über dieses Thema gesagt hat. Dann lügt er also. Ich vermute mal, das müssen Sie so annehmen. Und warum listet dieser Bericht Ihrer eigenen Behörde mit dem Datum vom Juli 1976 neurologische Komplikationen als eine Möglichkeit auf? Ich denke, der Konsens der wissenschaftlichen Gemeinschaft war, dass der Nachweis, der neurologische Störungen mit der Immunisierung gegen Grippe in Zusammenhang brachte, so war, dass sie nicht fühlten, dass dieser Zusammenhang ein realer wäre. Sie fühlten, dass es nicht nötig wäre, diese Informationen den Menschen mitzuteilen. Ich denke, dass über die Jahre wir versucht haben, die Amerikaner so vollständig wie möglich zu informieren. Als Teil der Kampagne, die Amerikaner über die Gefahr der Schweinegrippe zu informieren, hat Dr. Stanzer vom CDC auch mitgeholfen, die Werbung zu entwickeln, damit die Öffentlichkeit die Impfung annimmt. Ich lese Ihnen etwas vor aus einem Memorandum einer Ihrer eigenen Büros, die die Kampagne planten, die Amerikaner zu drängen, sich impfen zu lassen. Viele bedeutende Persönlichkeiten haben sich bereits gegen die Schweinegrippe impfen lassen, zum Beispiel Präsident Ford, Henry Kissinger, Elton Jones, Muhammad Ali, Mary Tyler Moore, Rudolf Norreif, Walter Cronkite, Ralph Nader, Edward Kennedy und so weiter. Stimmt das? Ich kenne dieses spezielle Papier nicht, aber ich weiß, dass aus dieser Gruppe wenigstens Präsident Ford sich hat impfen lassen. Haben Sie vorher mit diesen Leuten gesprochen, ob sie sich impfen lassen wollen? Ich weiß das nicht. Hat das irgendjemand? Das weiß ich nicht. Haben Sie die Genehmigung bekommen, Ihren Namen zu benutzen? Das weiß ich nicht. Mary, haben Sie sich gegen die Schweinegrippe impfen lassen? Nein. Haben Sie Ihre Genehmigung gegeben, dass Sie Ihren Namen benutzen und dass Sie sich impfen lassen würden? Absolut nein. Haben Sie Ihren Arzt gefragt, ob Sie sich impfen lassen sollten? Ja, und zu der Zeit meinte er, das könnte eine gute Idee sein. Aber ich habe dem widerstanden, denn ich war mir der Symptome bewusst, die manchmal mit so einer Impfung einhergehen. Sie haben es also nicht? Nein. Haben Sie seither mit Ihrem Arzt gesprochen? Ja. Er ist sehr erfreut, dass ich mich nicht habe impfen lassen. Sie sind doch der Verantwortliche. Jemand muss doch verantwortlich sein. Das ist doch Ihre Werbestrategie, von der ich hier eine Kopie habe. Von wem wurde sie unterschrieben? Dieses ist ohne Unterschrift. Aber Sie erkennen an, dass dies Ihre geistigen Kinder sind. Es hätte auch von der Abteilung für öffentliche Bildung und Soziales sein können. Oder vom CDC. Ich weiß es nicht. Aber ich nehme gerne die Verantwortung dafür auf mich. Jetzt sind es bereits 3 Jahre, dass Sie an GBS erkrankte, nicht wahr? Genau. Ist die Bundesregierung Ihrer Meinung nach gerecht mit Ihnen umgegangen bezüglich Ihrer Forderungen? Nein, das denke ich nicht. Es sieht so aus, als ob es sich immer länger und länger hinzieht. Und da ist eigentlich kein Ende zu sehen, soweit ich das jetzt sagen kann. In Bezug auf die Fälle von Guillain-Barré, die angeblich... Der frühere Gesundheitsminister Joseph Califano war auch besorgt, dass da kein Ende in Sicht war. So hat er vor einigen Jahren versprochen, dass Onkel Sam das rote Band der Bürokratie durchschneiden würde, damit die Opfer mit GBS schnell ihre Zahlungen erhielten. Wir sollten ihnen keine zu hohen Hürden in den Weg stellen, damit sie beweisen können, dass sie eventuell verletzt worden sind. Selbst wenn wir einigen Leuten ein paar tausend Dollar zahlen sollten, die es eigentlich nicht verdient haben. Die Gerechtigkeit fordert aber, dass wir die Zahlungen den Menschen schnell auszahlen, die es verdient haben. Wer trifft denn die Entscheidungen, der da so rücksichtslos ist, das nicht zum Schluss zu bringen? Ich vermute, das ist das Justizministerium. Griffin Bell, der ehemalige Justizminister, bevor er zurücktrat? Nun, das Justizministerium stimmte meiner Aussage zu. Das wurde Wort für Wort geklärt zwischen den Anwälten des Justizministeriums und mit meinen Anwälten des Gesundheitsministeriums. Und dieses Papier sagte tatsächlich, dass wir die Forderungen der Guillain-Barré-Opfer zahlen sollten, ganz egal, ob die Bundesregierung nachlässig gehandelt hat, falls die Krankheiten durch die Schweinegrippe-Impfung hervorgerufen wurden. Ich denke, die Regierung weiß, dass sie falsch handelt. Sie wissen, dass wenn sie es nur lange genug hinziehen, die Leute aufgeben. Ich bin ein wenig radikaler in meinen Gedanken. Ich bat Judy darum, sich impfen zu lassen. Sie wollte es eigentlich nicht. Sie war noch nie geimpft worden. Und ich bin zornig auf meine Regierung, denn sie wussten die Fakten, aber haben die Fakten nicht veröffentlicht. Denn wenn sie diese veröffentlicht hätten, wären die Leute ja nicht zur Impfung gekommen.
Und sie können jetzt morgen ruhig kommen und mir sagen, dass eine Epidemie kommt. Und sie können neben mir wie die Fliegen runterfallen. Aber ich werde keine einzige Impfung mehr akzeptieren, die mir meine Regierung sagt, ich solle sie machen lassen. So warten Judy Roberts und etwa 4000 weitere Opfer wie sie auf ihren Tag im Gerichtssaal. US-Propaganda, Schweinegrippe 1976. Ich soll mich gegen Grippe impfen lassen? Ich hatte doch erst letztes Jahr eine. Eine Schweinegrippe-Epidemie könnte in Anmarsch sein. Schweinegrippe-Impfung? Ich weiß nicht, denke darüber nach. Sie könnte dich sehr krank machen. Schweinegrippe? Ich bin zu schnell, als dass sie mich erwischen kann. Du möchtest geschützt sein. Ich bin der gesündeste 54er, den du je gesehen hast. Ich spiele jedes Wochenende Golf. Bekomme eine Schutzimpfung. Die Schweinegrippe-Impfung. Jill brachte sie mit nach Hause vom Büro. Sie gab sie Papa und einem der Kinder und Papas Mutter. Aber Oma flog am nächsten Tag nach Kalifornien zurück. Unterwegs gab sie sie weiter an den Taxifahrer, einem Ticketverkäufer und der netten Stewardess. In der Schule haben Jills Kinder sie einigen anderen Kindern weitergegeben. Und Frau Merrill bekam sie auch und gab sie auch ihrem Mann weiter. In Kalifornien hat Oma sie ihrer besten Freundin Dani weitergegeben. Dani hatte Herzprobleme, sie starb. Aber bevor sie starb, gab sie sie noch ihrer Freundin weiter, dem Briefträger, dem Zeitungsjungen und dem Tierarzt. Wenn eine Schweinegrippe-Epidemie kommt, dann könnte sie sich so ausbreiten. Sie möchten geschützt sein, vor allem wenn sie älter sind oder chronisch krank. Bekomme eine Schutzimpfung, die Schweinegrippe-Impfung.